Na ja, super. Hatte ich nicht mal. Ja, genau, du da. Du sammelst mal das Brett da ein. Und bringst hier hin. Nö, du kannst ruhig abladen. Und du? Holst auch das Zeug von hier drüben. Und lagerst es da ein. So, wir haben Pflanzen. Daraus können wir die zwei Sachen herstellen. Ich glaube, das reicht schon fast, das Pflanzen sammeln. Dann können wir das hier deleten. Lassen die noch das Zeug hier reinschaffen. Gut. Okay, dann haben wir ein Lager für Seile und für Stoffe. Was wir nicht lange brauchen werden. So, Bogenschützenausrüstung. Auftrag geben. So, für den Bogen braucht er ein Brett und ein Seil. Das macht Sinn. Jetzt braucht er für den Köcher ein Brett. Okay, macht nicht so ganz so viel Sinn, aber wahrscheinlich für die Pfeile im Köcher. Und jetzt braucht er noch einen Stoff für die Kappe. Ja, das holt er sich da ab. Und hämmert auch die Kappe zusammen. Ja, okay. Dann darf er feierlich unser Bogenschütze sein. Gut. Neuer Arbeiterspawn. Der Heimkristall generiert passiv Energie. Diese Energie kann genutzt werden, um neue Victons zu spawnen. Du kannst diese Energie durch die blauen Wisps sehen, die deinen Heimkristall umkreisen. Sobald du genügend blaue Wisps hast, werden sie sich zu einem hellen Game Wisp verbinden. Du kannst auch in der Taskleiste, wenn du die Untätig-Auftrag ausgewählt hast, sehen, wie viel Energie du hast und wie viel für den nächsten Victon benötigt wird. Das ist das hier unten. Also einen können wir spawnen. Klicke auf den Victon, auf die Victon-Spawn-Taste in der Taskleiste-Pop-Up. Ein Arbeiter sollte sofort in der Nähe deines Heimkristalls erscheinen. Profi-Tipp, du kannst Scherben auf der Karte einnehmen, um mit der Generation von Energie zu helfen. Spawnen wir mal einen Victon. Ja, wo sind wohl diese Scherben? Vielleicht finden wir die beim Graben wieder. Weil daran erinnere ich mich noch aus der alten Version, die ich damals vor vielen, vielen Jahren angetestet habe, dass man beim Graben so blaue Kristalle finden konnte. Die wurden dann einfach zum Kristall gebracht. Und dann ist irgendwann random ein neuer Victron gespawnt. Ja, gut. Spawnen wir einen Victron, das ist gut. Du kriegst jetzt wieder deinen normalen Auftrag, also einen normalen Arbeiter. Nun, da dein Dorf gewachsen ist, lass uns Wände bauen, um es zu schützen. Wir werden Stein brauchen, um Ziegel zu machen. Viele davon. Also lass uns ein Steinbruch erstellen, um mehr Stein zu sammeln. Ein Steinbruch erstellen. Wähle Steinbruch aus im neuen Auftraghalter. Jetzt klicke auf einen freien Platz auf dem Boden, platziere den Steinbruch. Eine gelbe Umrandung wird erscheinen. Profi-Tipp, platziere den Steinbruch nicht auf bereits existierende Strukturen oder zu nah deinem Heimkristall. Die Brickthors werden entweder die Strukturen zerstören oder nicht graben können. Ja, das hängt leider hier runter. Du kannst Position und Größe des Steinbruchs bestimmen, indem du an der Umrandung ziehst. Im Taskleisten-Pop-Up-Menü kannst du die Ausrichtung des Abgangs bestimmen. Drücke Enter oder Tab oder den grünen Haken, um den Steinbruch zu bestätigen. Ich würde ja sagen, entweder hier oder hier oben. Hier oben wäre vernünftig. Da können sie nämlich tiefer runtergraben. Also, neuer Auftrag. Das wird wahrscheinlich das hier sein, weil das ist Tunnel, das ist Bodenformung. Ja, das ist der Steinbruch. Dann platzieren wir den hier mal. Ja, sieht okay aus soweit. Können wir ihn auch noch tiefer machen irgendwie?
Ah ja, hiermit können wir ihn tiefer machen. Und wir können sogar die Treppe ändern. Hm. Nein, nein, nein. Ja, so. Da kommen sie nämlich da hoch und können da runter. Mhm. Gut, und da wir hier ja im Sandbox-Modus sind, errichte ich hier gleich daneben noch ein Lager. So, sie fangen schon mal an mit Bauen, mit Graben. So, das Steinbruch ist erstellt. Eine Mauer bauen. Lass ein paar Blaupausen platzieren, um eine Mauer zu erstellen. Eine Mauer bauen. Klicke auf das Blöcke-Menü links in der Mitte deines Bildschirms. Wähle den Standardziegel mit der Maus. Mit der Maus über den Boden schweben wird ein blauer Umriss eines Ziegels zeigen. Dies ist eine Blaupause. Linksklicke einmal, um die Ziegel zu platzieren. Rechtsklicke, um die Baupause zu dehnen. Klicke C, um eine Reihe von Ziegeln zu platzieren. Steuerung klicke auf eine Blaupause, um sie zu entfernen. Tipp, während du im Blaupausenmodus bist und Ziegel platzierst, kannst du keine Bricktons auswählen oder irgendwas anderes klicken. Drücke Enter oder Tab oder den grünen Haken, um die Blaupause zu bestätigen und den Blaupausenmodus zu verlassen. Ja, das wäre hier. Und man sieht, sie haben sehr viel neue Ziegel rein. Sowas wie Gewölbe, Stütze, Nuten, eine L-Nut, eine T-Nut, eine X-Nut sogar. Eckstufen, Wendeltreppenstufen, ja. Die Wendeltreppenstufen sind sicherlich schön für Türme oder um nur in einem Eck eine Treppe zu bauen. Dann verschiedene Stone Columns, also Stützpfeiler. Und ich glaube, die Nuten brauchen wir für Plattformen. Jedenfalls, ich habe mir schon mal vorab gespickt. Oh, Parapets. Also für Eingangstore zum Verschönern. Ja, ich habe schon mal gespickt ein bisschen, wie die Leute so ihre... Was heißt wie die Leute? Ich habe Steam in der Bildvorschau einfach mal geguckt, was die Leute da... Nicht die Leute, was die Vorschaubilder so hergeben an Gebäuden, und da habe ich gesehen, dass viel mit den Nuten gearbeitet wird. Aber wir wollen erstmal ein paar Ziegelblöcke platzieren. Einfach mal, damit das Ding zufrieden ist. So. Mausi viel besser darin, deine Brickshaus zu beschützen, wenn du dich einfach um sie herumlaufen kannst. Außerdem sind die besten Mauern mindestens 2 Blöcke hoch und haben keine Löcher. Natürlich werden nur deine Brickshaus nicht mehr rein- und rauskommen aus deiner Festung, also lass uns eine Tür für sie einbauen. Um eine Tür zu bauen, benötigst du Bretter und Eisenbahn. Klicke auf die Strukturtaste und wähle die Tür. Platziere sie, wo du deinen Festungseingang willst. Tipp, wenn du eine Tür in eine bereits existierende Blaupausenmauer platzieren willst, Steuerung links, klicke auf die Blaupause, um ein Loch für die Tür zu machen. Falls nötig, gehe zurück zum Blöckeabteil und vervollständige die Mauer um die Tür mit Ziegeln und Halbziegeln. Ja. Gut. Tür ist bei Strukturen ein bisschen unintuitiv. Rickety Door, Tür und Reinforced Door. Ich würde mal sagen, eine ganz normale Tür. Hä? Ja, 3 Holz und Eisen. Dann bauen wir einfach hier auf der anderen Seite auch gleich mal ein bisschen Mauer hin. Hier halbe Mauer. Hier wieder ganze Mauer. Da können wir uns ja mal die Dinger angucken. Okay, das sieht etwas fragwürdig aus.
Das sieht aber gut aus, ja. Natürlich werden beide Bricktrons da jetzt nicht direkt rankommen, um das zu bauen. Doch werden sie eigentlich, weil sie können das hier als Treppe benutzen. Also, wenn ich mich richtig erinnere, können sie einfelderhohe Mauern noch hoch. Und ich habe ja hier ihnen so eine Art Stufe gelassen. Und ja, sie fangen fröhlich an zu bauen. So, Laternen hinzufügen. Es sollte mal dunkel werden, wenn es das nicht schon ist. Du wirst deine Festung ausleuchten wollen, damit du weiterarbeiten kannst. Laternen herstellen. Laternen werden in der Werkbank hergestellt und benötigst 5 Schwefel und einen Eisenbarren. Nehmen wir einfach mal gleich 2 Laternen. Sobald sie hergestellt wurden, werden sie im Lager abgelegt. Deshalb geh sicher, dass du ein leeres Lager hast. Öffne den Strukturenreiter und wähle die Laternen aus und platziere eine Laternenbaupause. Profi-Team-Laternen können an Wänden und auf dem Boden platziert werden. Du hast die Wahl. Okay, unser Steinbruch nimmt langsam Form an. Wir haben nur gerade keinen Ort, wo wir Stein platzieren können. Ah, doch, haben wir. Sind ja jetzt ein paar Lager leer geworden. Und ja, sie kommen auf jeden Fall hoch. Oder sie müssen nicht mal hoch. Ah ja, er muss hoch jetzt. Hopp. Sehr, sehr cool. Gut. Ende. Das Abenteuer wartet. Dies ist das Ende dieses Tutorials. Es gibt zweifellos noch viel mehr Dinge, die du gerne lernen würdest. Die Welt von Castle Story ist groß, komplex und voller Mysterien, Geheimnisse und komplizierte Details. Wir haben einige externe Referenzen für dich, um mehr über das Spiel zu erfahren. Offizielles Wiki, How to Play, andere Spieler über Discord fragen. Ja. Gut, das können wir schließen. Haben wir viel Spaß bei Castle Story. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt so weit, dass wir selber experimentieren können, was das Bauen angeht. Also ich will erst einmal hier an dieser Stelle oder hier an dieser Stelle, vielleicht an beiden Stellen, sogar einen Turm platzieren. Ups. Mit R kann ich auf Stufen wechseln. Das ist schon mal toll, aber es wird mir nicht angezeigt in den Tooltips. Ah, egal. Okay, mit T wechsle ich dahin zurück. Oh, ich habe sogar schon die Mauer bestätigt. Ah, auch gut. So, ich will hier einen. Hätte hier gerne dann einen Turm. Schön und gut. So ein 4x4 Turm sollte eigentlich reichen von der Größe. Ja. So, machen wir das mal so. Eigentlich nicht ganz so. Weil ich will ja innen drin auch noch eine Tür haben. Also machen wir es so. Da kommt hier eine Tür hin. Das sollten wir auch dann richtig machen. So, da kommt eine Tür hin. Und da brauchen wir auch noch einen Block.